Moin zusammen, Eral hier. Willkommen zurück beim Live-Let's Play von Medieval Dynasty direkt auf Twitch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Die Stöcke werden ja offenbar gebraucht. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir gleich nochmal auf die Dingsanzahl gucken müssen. Was wir so an Nahrung haben und an Holz. So. Gleich haben wir es. Jetzt müssen wir noch einmal umflügen. Das ist ein bisschen langweilig, ich bitte um Entschuldigung. Aber dafür sorgen wir halt dafür, dass wir auf jeden Fall gut viel Nahrung dann haben, wenn der Frühling losgeht. Beziehungsweise der Sommer. Wachsen die Karotten ein bisschen Frühling und dann Sommer? Muss gleich nochmal gucken. Na komm. Was machst du denn? Aber bevor ich dann einsähe, gehe ich erstmal noch ganz kurz Essen holen. Weil sonst verhungern wir hier gleich. So. Okay, sehr gut. Na komm. Huiuiui, der kommt auch ganz schön außer Atem hier. Kein Wunder bei der gefrorenen Erde und sowas. Okay, keine Sorge, gleich kriegst du was zu essen. Okay, das finde ich tatsächlich... Perfekt, wir können schon einen Hühnerstall bauen. Ja, das finde ich tatsächlich bei Sons of the Forest ganz cool. Wenn du zu viel Hunger hast, dann geht auch deine Ausdauer zurück und sowas. Was ja im echten Leben auch so ist, ne? Wenn man sagt ja nicht umsonst, bevor man irgendwas Hartes arbeitet oder sowas, sagt man nicht umsonst, ja hier, ne? Hast du hoffentlich gut gefrühstückt. Wenn ihr mal kurz... Bei der 5 Pro, das heißt, wir brauchen für 120. Also 18, weil wir haben noch ein bisschen. So. Okay. Gut. Und dann hauen wir die Karottensamen drauf. Immerhin kommen da keine Vögel und klauen die Samen weg, weil es ist ja Winter, ne? Die ganzen Vögel sind ja im Süden. So. Und dann mal gucken. Ich glaube, wahrscheinlich gibt es so 8 oder 10 Karotten oder sowas pro Feld. Wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Oder 9 ist vielleicht, ne? So 3 auf 3 sozusagen. Und dann haben wir halt bei 35 Feldern, die wir jetzt gerade besäen, mal 9, ich bin nicht gut im Kopf rechnen, aber sind dann so um die 350, Moment, 320, 315, 315 Karotten. Ja, wenn das mal nicht genügt. Ich glaube, Suppen können wir damit immer noch nicht machen. Aber die Karotten, wobei die Karotten, so viel Nährwert haben die gar nicht, ne? Müssen wir schon gucken, dass wir den in der Küche noch weiterverarbeitet bekommen. Vielleicht noch irgendwie mit Fleisch. Ich glaube, Karotten und Fleisch geben, glaube ich, irgendeinen Eintopf oder so. Ich gucke gleich mal. Dann wissen wir da schon mal Bescheid. Dann können wir... Neues Level Landwirtschaft. Sehr gut. Na gut,
Aber ich wette, das hat sich, wird sich gelohnt haben. Futur 2. Lass mal kurz in der Küche gucken. So, Suppen. Kohlsuppe. Eintopf. Toll. Warum können wir denn eine Kohlsuppe machen? Gemüsesuppe. Das braucht natürlich eine ganze Menge Sachen. Aber Fleisch und Karotten. Brei. Haferbrei. Roggenbrei, Apfelbrei. Anderes. Fleisch mit Soße. Aber auch da können wir halt nur, ne, gebratenes Fleisch mit Zwiebeln. Rührei. Oh, wir können aber bald Rührei machen, wenn wir jetzt Dings züchten können. Was können wir denn sonst mit Karotten machen? Gegrillten Fisch, nicht unbedingt. Backofen. No, danke. Danke für das Brot. Nehme ich gerne. Nee, Backofen. Warte mal. Pasteten. Nee, da brauchen wir auch alle. Ah, Mann, dann haben wir jetzt eine ganze Menge Karotten. Warum habe ich so viele Karotten gekauft? Da hätte ich andere Sachen kaufen können. Ich glaube, Kohl haben wir aber angebaut. Dann können wir wenigstens ein bisschen Kohlsuppe. Ich kann ja eigentlich auch hier schauen, ne? Warte mal. Küche. So, gebratenes Fleisch, gebratenes Fischfilet, Kohlsuppe, Haferbrei, Eintopf. Hier brauchen wir halt alles, ne? Also da brauchen wir so jedes erdenkliche Gemüse. Können wir die wenigstens einigermaßen teuer verkaufen? Achso, wenn wir gerade dabei sind, lass mal kurz gucken. Wir haben 463 Holz gehabt und 645 Nahrung. 654 Nahrung. Das heißt, Nahrung fahren wir gerade tatsächlich sehr krass leer. Das ist nicht so gut. Lass mal eine Jagdhütte nochmal gucken, dass wir hier vielleicht ein bisschen die Produktion umstellen. Machen wir ein bisschen weniger Leder, davon haben wir ganz gut. Pelz haben wir auch ganz gut. Machen wir lieber ein bisschen mehr Fleisch. So, Tagesproduktion 78. Okay, wie viel verbrät er in der Küche, im wahrsten Sinne des Wortes? Da braucht er Bedarf, ja, 31,26, okay. Vielleicht bauen wir doch noch die Fischerhütte. Ne? Ich meine, letzten Endes, wir brauchen die ja sowieso irgendwann. Und wir wissen ja jetzt, dass wir ordentlich Platz haben, auch in den Häusern. Objekt muss im Wasser platziert werden. Okay. Dann vielleicht hier so. Geht es? Na? Ist halt ein bisschen kacke, ne? Weil wir da... Müssen die halt immer ein bisschen hier durchlaufen. Aber gut, müssen sie halt durch. 4 Holzstämme, 4 Bretter. Okay. Können wir langsam mal ein paar Bretter verbrauchen. Wir haben ja schon fleißig produziert. So, Eintopf ist Fleisch mit Karotten. Hat höheren Nährwert als die Einzelteile, aber auch wieder gut zum Verkaufen. Er muss gleich nochmal gucken. Das war doch Kohl mit Kartoffeln, oder? Mit Karotten, nicht Kartoffeln. So. Nicht 82, nee. Erstmal 4. Und 4 Stämme. Aber natürlich, wir haben die Stammproduktion halt auch ein bisschen runtergefahren, ne? Weil wir die anderen Sachen auch brauchen. Na gut. Müssen wir doch nochmal Holz fällen gehen, so leid es mir tut. Den Baum lasse ich stehen, da möchte ich, dass er nochmal weiter wächst irgendwann. Oder wieder wächst, so rum. Ich hoffe, das passiert insgesamt jetzt langsam, aber sicher mal ein bisschen mit den Bäumen. Dass wir halt, dass das Dorf wieder ein bisschen näher am Waldrand ist, das wäre echt schön. So. Oh, Ausdauer.
Timber. Und dann können wir gleich gucken gehen, dass wir in den Dörfern in der Nähe vielleicht noch jemanden finden, der dann auch die Fischerhütte nutzen kann. Ich glaube, im Winter geht es auch, weil das Wasser sieht nicht gefroren aus. Aber gut, dass wir das so früher gesehen haben, ne? Mit der Nahrung, dass wir da jetzt nicht so ewig irgendwie... weil wenn es da mal so weit ist, dann müssen wir halt selbst die ganze Zeit jagen und dann hat man halt weniger Zeit, um irgendwie was nachzurüsten und so weiter. Deswegen war es gut, dass wir jetzt drauf geguckt haben. Aber Brennholzproduktion muss ich noch ein kleines bisschen hochfahren. Das mache ich vielleicht mal ganz kurz, sonst vergesse ich das wieder. So, Stöcke brauchen wir. Geht nicht anders. Nicht Stöcke. Brennholz hier. Einmal. Und der zweite Holzschuppen, da machen wir genau das Gleiche. So. Haben wir mal ein bisschen mehr Brennholzproduktion. Ich hoffe, das passt dann. Und wir sind mal wieder überladen. Weil ich schwimme einfach mal hin, weil wir müssen ja sowieso gerade ein bisschen uns waschen. Und ich schenke mir auf dem Weg dahin mal kurz einen Tee ein. So. Na komm, so weit ist doch nicht mehr. Jetzt wollte ich eigentlich schwimmen, um mich zu waschen, aber irgendwie war ich nicht weit genug im Wasser. Aber jetzt geht's. Und dann verbauen wir jetzt mal noch die Dinger. Wahrscheinlich brauchen wir auch für oben Bretter, oder? Aber wir haben ja genug Bretter. Also Bretter, da mangelt es gerade nicht. So, einmal der Rohbau. Bitte gerne. Und dann... Ja gut, Stöcke können wir auch verbrauchen. Haben wir auch ordentlich. Und hier nochmal. So. Und natürlich der Baumstamm noch. Und dann haben wir nur noch Stöcke. Dann müssen wir gleich nochmal Holz fällen gehen. Das ist halt schade. Jetzt haben wir die Produktion von Holzstämmen halt runtergefahren. Könnte ich mir die ganze Zeit zum Lager laufen und da einfach irgendwie 20 Stämme oder sowas rausholen, weil die jetzt halt sehr, sehr langsam produziert werden. Aber gut, müssen wir jetzt durch. Aber das packen wir. Und Stöcke haben wir halt auch keinen im Lager. So, bevor ich Holz fällen gehe, gehe ich nochmal kurz an der Küche vorbei. Warum stehen die Leute eigentlich immer da, wo ich gerade hin muss? Also ein Topf. Hier Kohlsuppe, ein Topf. Ah. Danke. Das habe ich glatt übersehen. Karotten und Fleisch, sehr gut. Auch noch ein paar Holzschalen, aber die kriegen wir auch hin. Ja, wir haben ja hier, warte mal. Wir haben jetzt die Werkstatt. Die kann ja mal anfangen, ein paar Produktion nicht eingestellt, ein paar Holzschalen herzustellen. Wir haben natürlich kein Material. Ich mache mal 25%. Ne? Die darf noch mal ein bisschen vorproduzieren. Und dann haben wir, sobald wir die Karotten ernten, dürfen wir nicht vergessen, die Produktion von einem Topf in Auftrag zu geben. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder bei mir die Produktion von Baumstämmen in Auftrag geben. Mal wieder. Und wir haben einfach so weite Laufwege mittlerweile zu den Waldrändern. Ich hoffe, die wachsen bald nach. Ich glaube, das dauert aber hier in dem Spiel. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir die Baumstämme wegnehmen müssen, dass sie nachwachsen, oder ob wir die Baumstämme da lassen müssen, dass sie nachwachsen. Weil das ist auch von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Ich finde es logisch, wenn man sie da lässt, weil man dann einfach, wenn man sie da lässt, weil dann kann man nämlich sagen, hier will ich überhaupt nie wieder einen Baum haben und kann dann entsprechend den Baum komplett wegholzen, also mit dem verbleibenden Stamm oder Stumpf. Und gleichzeitig kann man dann sagen, okay, hier möchte ich wieder einen und deswegen lässt man da den Stumpf dann stehen. Bin ich mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, wie das hier ist. Wir probieren es jetzt einfach mal und dann gucken wir nochmal in einem Jahr und wenn dann keine Bäume mehr nachwachsen, habe ich es offenbar falsch gemacht. So.
nehme ich noch ein paar Zweige, sofern ich sie treffe jedenfalls. Okay. Das dürfte erstmal für eine Runde bauen reichen. Du bist schmutzig. Ja, warte mal ab. Aber wir werden auch gerade sehr schnell schmutzig, ne? Ich weiß nicht, ob das im Winter vielleicht einfach so ist, dass man schneller schmutzig wird. Aber ich hatte das Gefühl, so in den letzten Streams, da waren wir nicht so schnell schmutzig. Aber es sieht schon cool aus hier mittlerweile, ne? So mit dem Überblick über dem Dorf. Also haben wir schon ordentlich was zustande gebracht. Wenn wir jetzt dann noch Fischer haben. Ich hoffe, die brauchen kein Boot oder so. Müssen wir noch ein Boot bauen. Brauchen wir erstmal eine Schiffswerft für oder so. Okay, ich lasse ihn mal ganz kurz durchatmen. Einen kleinen Moment jedenfalls, dass wir dann ordentlich weiterbauen können. So. Hier haben wir noch eine Flechtwand zwischendrin. Fischer brauchen Fischbeeren. Oh nein, die können wir, glaube ich, noch nicht herstellen. Die brauchen doch auch Garn, oder? Die Fischbeere. Warte, hier Stroh. Warte mal. Ich glaube, die können wir noch nicht herstellen. Holzwerkzeuge. Nee, wo waren das? Holzwaffen. War das in der Werkstatt vielleicht? Auch Garn. Oh nein. Oh nein. Oh, dieses Kackgarn. Aber wo stellen wir die überhaupt her? Wahrscheinlich in der Fischerhütte. Hm. So viel zum Thema Bau einer Fischerhütte. Die löst alle unsere Probleme. Ah, dieses dumme Garn, ey. Müssen wir echt mal gucken, dass wir irgendwie an Flachs kommen. Aber wir können halt Flachs auch erst im Frühjahr wieder anbauen und dann können wir halt erst im Herbst das Flachs wieder ernten und so. Und erst dann haben wir so eine halbwegs automatisierte Produktion. Und dann brauchen wir wahrscheinlich halt so viel von dem Flachs auch wieder, dass wir dann halt am Ende irgendwie nichts haben. Flachs brauchst du Flachs baue ich im Frühjahr an. Aber dann kommt halt der Sommer und dann kommt der Herbst und erst dann kann ich es abbauen. Oh Mann, okay, damit... Ja, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. In dem Fall müssen wir am besten nochmal irgendwie... Oh, ich sammle die ganze Zeit Ried aus Frust. Also, da müssen wir im Sommer halt echt eine ordentliche... Oder jetzt nicht im Sommer, sondern jetzt relativ zeitnah eine ordentliche Ladung an Flachs kaufen. Oder an Garn direkt, je nachdem. Es kostet ja fast... Also kostet das Gleiche, ob wir jetzt den Flachs kaufen oder das Garn. Wobei, wenn wir Flachs kaufen, also diese Flachsfasern kaufen, dann kriegen wir wenigstens noch die Erfahrungspunkte. So. Oh, wie ärgerlich. Oh, das nervt mich jetzt ein bisschen. Dass ich das vergessen habe. Dann hätten wir irgendwas Sinnvolleres bauen können. Eine zweite Jagdhütte oder sowas. Na gut, ich glaube, ich gehe jetzt mal auf die andere Seite zum Wald. Weil ich glaube, da ist der Weg ein bisschen kürzer. Mittlerweile. Okay, ich glaube, das schenkt sich nichts. Ich glaube, das schenkt sich nichts. So. Brauchen wir noch einen Baum. Da gab es mal bei Warcraft 3 so eine Fun-Map. Die war eigentlich so dumm. Also Warcraft 3 hat ja viele, viele gute Fun-Maps. Und eine gab's, da bist du reingestartet und dann stand da einfach mittendrin ein Baum. Fertig. So nichts anderes. Was? Nur dieser Baum. Und dann kam so ein Zwergenmörser und schießt auf diesen Baum einmal drauf und drüber steht ein Baum. Und dann schießt der Mörser drauf, der Baum fällt um und dann steht da kein Baum. Und dann ist die Map zu Ende. Das ist irgendwie richtig doof.
So. 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 Und na komm. Ach, das war das Fenster. So, Fischerhütte 1. Haben wir eine Werkbank? Nee, Flechtwand? Nee. Vielleicht draußen. Ich guck mal draußen kurz. Aber da auch nicht. Na gut. Na ihr? Da fällt mir ein, ich gehe mal mit meiner Frau reden. Mal sehen, ob ich das auch so gut hinbekomme, wie die hat. Wo ist denn die? Ist gar nicht daheim. Ah doch, hier steht sie. Hallo. Willkommen, Liebster. Okay, aber sie hat auch nichts für mich. Goodbye. Na gut. So, ich würde allerdings sagen, jetzt gehen wir mal einmal kurz dahinter. So, kleiner Moment. Und dann gucke ich mal, ob ich das ganze Dorf als Panorama drauf bekomme. So, das sieht doch gut aus, ne? So ein bisschen in der Abenddämmerung und sowas. Vielleicht so, dass man es alles drauf bekommt auf dem Thumbnail. Da würde ich sagen, dass wir für heute vielleicht mal Schluss machen. Das heißt, für die Leute auf YouTube gleich Verabschiedung. Für die Leute auf Twitch noch ganz kurz da bleiben. Wir raiden natürlich noch, wie sonst immer. Jedenfalls würde ich sagen, heute ein bisschen kürzer, wir haben jetzt 22 Uhr. Bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen bei euch. Ne? Schön, dass ihr dabei wart, auch hier im Stream natürlich. Ne? Aber ihr bleibt gerne kurz noch drin. Schön, dass ihr dabei seid, auch auf YouTube. Lasst mir auf jeden Fall gerne mal ein Like oder ein Abo da, wenn ihr Lust habt, meinen Kanal ein bisschen zu unterstützen. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten würde ich an der Stelle sagen, ich bin Eral, bis zum nächsten Mal.